Heute wollten wir eigentlich zum Leuchtturm fahren. Wir haben jetzt hier nochmal so eine Marienleuchte angehalten. Die sieht ganz nett aus. Die sind überall Blaukreuz an den Häusern, an den Briefkästen. Wir wissen aber nie warum. Heute sind zum ersten Mal richtig geile Wellen. Unser Buddy, der liebt das ja immer, Wellen zu fangen. Das macht er jedes Mal, wenn wir hier sind. Die Phoebe siehst du gar nicht, die ist total getarnt. Wuhu! Den nehme ich mit. Nimm mit. So ein freches Hühnchen. Wo ist er? Dort steht's. Läuft einfach ganz gemütlich über die Straße. Ich fass es nie. Jetzt fahren wir über die Fehmarnbrücke. Hoch aufs Festland. Crazy, Mann, crazy! Ja, die auch. Oh, hier hinten in dem Buden gibt es das arschgeile Eis, was wir letztens hatten. Das dänische Softeis. Und die Bude hat zu. Wir wollten uns heute nochmal zum Abschluss so ein Ding holen. Naja, gab es halt ein Fischbrötchen, ne? Und jetzt gehen wir nochmal hier hinten auf die Brücke. Auf die Seebrücke. Gucken wir nochmal. Und dann werden wir sehen, was wir machen. Ob wir nach Hause fahren. Oder uns irgendwo noch mal für eine Nacht hinstellen. Ich kann euch empfehlen, kommt nach Großenbruder. Der macht aber diese Woche zu, also kommt nächstes Jahr. Genau, Mann. Das ist ja übelst cool. In dem Ding, da kannst du drin schlafen. Kannst du buchen. Das ist ja cool. Ich will das auch mieten. Die haben wir geheiratet. Ja, alle. Guck mal, hier alles voll. Ah ja. Oh ja, hast du Frühstückstisch? Das ist so geil. Ich will das auch. Das Großenbrode von der Seebrücke aus. Naja, ach, hier ist die Mole oder wie das heißt. Hier. Das ist bloß so ein dünner, so ein Strich, da kann man drüber laufen. Da muss ich nachher auch nochmal hin. Die sind wahnsinnig. Und zu frech. Krass, ey. Die haben bestimmt angekackt. Aber das ist schon cool, wie die hier so. Bei denen gibt es ohne Hierarchie, merkst du es? Das ist ja irre. So ein toller Spielplatz. Dann müssen sie das leider mal probieren. Eine richtig coole Ecke. Komm, wir mopsen und so ein Ding da. Oh, die Hausboote sind ja auch geil. Und hier ist der Streifen, wo man ein bisschen hinterlaufen kann. Da muss ich dann auch noch mal hin. Das finde ich ja total cool. Ich finde das übelst schön hier. Ich möchte hier stehen. Mit dem Camper. Oh, das war's für Phoebe. Frisst die zu gerne. Die Augen hat sie neu. Hat er sich bewegt? Der ist doch tot. Noch ein Stück bis zur Spitze. Jetzt sind wir an der Spitze. Von der Mole. Das ist ja echt cool. Klar, ja. Das kann natürlich sein. Wir haben jetzt meine Kleine wieder bei der Anstalt abgegeben. Also in ihrer Co-Einrichtung. Und wir machen nochmal schnell eine Abendrunde mit den Hunden, mit denen wir sich ein bisschen auspowern können. Und genießen hier so ein bisschen den einsamen Hundestrand. Also wenn die Autos dort hinten hier wären, wäre das echt total idyllisch hier. Da hört man schon echt viel Verkehr, ne? Wo bist du denn? Patti? Gefällt es dir hier? Phoebe, komm! Patti, wo ist die Phoebe? Papi! Wo ist sie? Guck mal, da kommt sie! Papi! Ih, geh weg! Es ist dreckig, stinkt. Ja, du stinkst nach Jaure, Bibi. Ich hab dich ja so lieb. Buddy, suchst du die Maus?
Such die Maus, wie ein Verrückter. Na, tobt euch nochmal aus, meine Kinders hier. Tobt euch nochmal ein bisschen aus. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Dienstag und bringt einen wunderschönen Sonnenaufgang mit sich. Ich musste gleich erstmal fliegen gehen. Und eigentlich war bis eben niemand hier. Ich hatte es ganz für mich alleine. So schön. Da drüben liegt noch alles ein bisschen im Dunkeln. Aber das ist der absolute Burner. Es wird immer, immer besser. Ich wollte gleich nochmal mit der Drohne hochfliegen, aber die Sonne kommt so schnell da hinten hoch. Ehe ich die Drohne ausgepackt habe, ist es vorbei. Deswegen muss ich das jetzt so festhalten. Gott, ist das schön. Wahnsinn. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Angriff der Killerhunde. Die hört aber auch nicht auf. Baby, was ist los? Greif sie an. Mach sie fertig. Jawohl. Wir haben uns jetzt einen lecker fett, schon heißen Kakao gemacht. Das Linchen schnippelt jetzt noch schnell Kartoffeln. Total lustvoll. Jetzt gespuckt drauf, so wie es aussieht. Und dann geht es heute bei uns warmes Frühstück. Wir machen Chili con Carne. Bis es uns richtig schön warm wird. Wir haben schon einen Strandspaziergang gemacht heute Morgen. Nee, ich bin gut. Baby? Wo bist denn du? Na hallo, heute ist nämlich ein bisschen frisch. Deswegen kochen wir heute drin und machen es uns ein bisschen gemütlich. Baby, kannst gleich kuscheln, ne? Du stinkiges Ding. Baby, ne? Du frierst wieder, ne? Wie immer. Hey, guck mal, die Kartoffeln. Genau. Und dann, ja, ist nochmal. Und machen wir uns heute ein bisschen gemütlich. Vielleicht gehen wir, hier ist nochmal so ein Naturlehrpfad oder sowas. Da gehen wir bestimmt nochmal hingucken. Und ansonsten machen wir uns dann schon mal für die Heimreisestadt klar. Ja. Hardcore Chilling in the Hood. Linchen, was treibst du? Es ist so schön, wenn man die Fenster aufmachen kann, also die Gardinen weg. Man kann hier rausklotzen. Das ist wie Kino hier draußen. Hier ist ständig ein Kommen und ein Gehen. Wir naschen ein bisschen rum, schlummern. Wir haben schön aufgeräumt, auch wenn es nicht so aussieht dort vorne. Aber Buddy, der Buddy ist nur am Winzel, weil hier ständig andere Hunde kommen. Das ist so geil. Das Wetter ist so toll. Die Sonne hat das ganze Auto endlich mal abgetrocknet. Bis auf die eine Scheibe hier, die ist noch ein bisschen nass. Aber ansonsten, endlich alles wird da trocken hier drinnen. Ich freue mich trotzdem, wenn wir dann irgendwann mal eine Standheizung haben. Gell, so ist am geilsten. Frisch, schön, gemütlich. Wir haben uns hier so eine Kuschelburg gebaut. Nun huscheln wir uns an. Wir sind jetzt in Heiligenhafen und haben gleich eine schöne Stelle. Ich sehe hier überhaupt nicht. Muss man kleiner mal machen hier. Also hier ist ja auch total geil. Stehst du direkt am Wasser. Ich werde gleich mal gucken, ob man hier vielleicht auch 24 Stunden stehen kann. Weil dann hätten wir hier gleich einen Parkplatz für die Nacht. Weil dann hier drüben gibt es da ein Toilettenhäuschen. Also wäre das Ding auch geritzt. Ist ja schon schön hier. Na gut.
Es ist schon echt geil hier. Das Boot ist frisch für dich. Wenn du die fetten Dinger dort hinten siehst und dann das hier, ist total geil. Ich muss schon echt sagen, das ist eine wirklich schöne Stadt. Ich finde es frisch cool. Ist ja wirklich hier alles direkt am Strand. Drüben kommt der Hafen. Das ist auch schon zu groß. Das ist so niedlich hier, diese kleine Altstadt. Galina? Hä? Also hier erstreckt sich tatsächlich das Meer, aber irgendwie ist es noch extrem flach. Aber wenn wir da drüben gucken, sieht man kein Meer. Also könnte das vielleicht eine Steilküste sein. Wir mal gucken. Die haben es gut hier. So würde ich auch gerne wohnen wollen. Du, das Baby hat Durst. Trink bei der Mutti. Das sind Gürteltiere. Was für was? Gürteltiere. Kennst du das oder was? Ja. Mein Kind ist gebildet. Wir haben einen Leuchtturm gefunden. Oh, totally crazy. Jetzt haben wir es doch zu ihm geschafft. Also die Lina behauptet, das Schild da ist Steilküste. Mag ja sein. Also wenn, dann haben wir es gefunden. Ja, ist steil. Naja. Und das ist ja echt total verrückt. Das hat hier bestimmt alles unterspült und dann kam das Ding hier runter. Was auch immer das war. Wahnsinn. Kann ja noch mehr runterkommen? Es ist ja so ein bisschen Steilküste, haben wir es ja doch gefunden. Ich mag einen Schneemann. Aus Lehm? Ja. Sehr niedlich. Juhu, ein Schneemann! Das Baby frisst schon wieder, frisst sich satt, kriegt er nicht zu Hause, ne? Mm. Also unser Fazit, schon wieder toller Sonnenuntergang. Heiligenhafen kann man echt machen, ist wunderschön. Die Steilküste hat sich irgendwo und ich habe wirklich jetzt mal noch die Drohne fliegen lassen und ich finde, ne, ich habe da schon gemerkt, ich war so aufgeregt und habe gedacht, oh Gott, es geht schief. Und auf einmal Signal los, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Da habe ich so laut geschrien, so, oh fuck. Da hat sich gleich hier oben so ein Stückchen Hang gelöst. Komm also runter. Niemals laut schreien in der Steilküste. Mache das nicht. Das, ach, was da alles passieren kann, sag ich dir. Aber dieser Sonnenuntergang schon wieder. Wäre ich bis ein paar Minuten später geflogen. Auf jeden Fall, ich liebe diese Drohne, ne? Die Fimi. Die kam wieder zurück zu mir, die gute, treue Seele. Ein einsames Reh am Waldesrand. Hier gibt es echt übelst viele Rehe, ne? Und schon wieder ein wunderbarer Sonnenuntergang. Hallo? Das ist ein lustiges Teil. Ich fühle mich wie einkacken. Ja, wenn es hilft, wenn es Schema. Herr Lieschen, das ist auch ein wunderbares Gerät. Herr Lieschen? Ja. Es ist schon völlig fertig. Guten Morgen, liebe Leute. Die Lina ist schon ganz außer Atem. Wir haben hier so einen Sportpark entdeckt. Also kannst du hier, sind so verschiedene, naja, wie ähnlich wie Fitnessgeräte. Ja. Und wir topen uns jetzt hier nochmal so richtig schön aus. Das macht dir Spaß. Party! Der versucht schon wieder die Leine zu durchfressen. Also wir toben uns jetzt aus und dann treten wir etappenweise die Heimfahrt an. Ja, die Zeit des Trennens ist gekommen. Ne, wir fahren erstmal heute Richtung, wo habe ich gesagt, fahren wir hin? Wir fahren hier
Warte, Timmendorfer Strand. Der Paddy dort hinten, was macht der für Faxen? Timmendorfer Strand. Hört doch mal auf! Und dort ist sowas wie Sea Life oder sowas. Na, auf jeden Fall, ja, wie so ein riesen Aquarium-Zeug, Gedöns und mit anfassen, testen und machen und tun. Und da wollen wir heute nur mal gucken, schlafen dort der Nacht und dann fahren wir echt hin. Ja. Na, bis später.